Yeah! Schön sind wir wieder da, 167 Flash. Mein Name ist Pierre, wir sind hier im Zone 167 Studio. Und ihr wisst, wie es läuft. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast hier. Und ich habe mich heute dazu ein bisschen oldschool gekleidet. Und ja, ich würde schon sagen, dass er einer von den Väter ist von der St. Gallen Szene. Ja. Kann man schon so sagen, oder? Ja, der Bauch wächst. Ja, schön bist du da, H-Mann. Salute. Okay. Alles klar. Mal bei dir auch? Ja, alles würde gut. Sagen. Cool. Schön, schön. Bist du wieder ein bisschen. Kommst du wieder zu Hip-Hop, kommst du wieder zum Sound? Ich bin nie weg gewesen. Bist nie weg gewesen? Ja, eben. Aber nicht auf der Bildfläche. Nicht auf der Bildfläche. Ja, schön, haben wir dich da. Freuen ja, uns. Freue mich auch. Cool. Merci. Dankeschön. Und ja, ich habe ein bisschen abgetönt, so ein bisschen oldschool und so. Bist auch schon. Hast du auch schon früh zu einer früheren Zeit angefangen so, mit Rappen, gell? Ja, das kann man so sagen. Und wir gehen alle deine Etappen mal durch und bis zur heutigen Zeit. Probieren wir es. Schauen ein bisschen, wie du so findest, was heute so passiert mit ja, der ganzen wir. Geschichte. Ob du zufrieden bist, was deine Nachfolge daraus machen. Yes, cool. Und ja, wir haben vorher gerade ein bisschen geredet. Wie bist du zu Rap gekommen? Was waren deine ersten Begegnungen mit der, oder mit der Hip-Hop-Kultur? Also angefangen hat es bei mir ganz klar mit Musik. Ja. Wobei ich auch muss sagen, dass die ersten Sachen, die ich gehört habe, ich gar nicht als Rap konnte einordnen. Also die ersten Hitparaden-Erfolge, die man dann irgendwie am Sonntagnachmittag gehört hat auf DRS3, die man auf Tape aufgenommen hat, daheim im Radio. Das war aber gar nicht wirklich so für mich Rap gewesen, wo ich gesagt habe, Rap. Sondern es war einfach irgendein Song. Ja. Also angenommen Fat Boys zum Beispiel ist so ein Beispiel, wo recht früh eigentlich schon in öffentlichem Radio laufen worden ist. Aber das war eigentlich nicht mein erster wirklicher Kontakt mit dem Ganzen. Für mich ist die erste Crew oder Band in Sachen Rap ist für mich ganz klar Run-DMC. Also mit denen hat es für mich angefangen, eigentlich so 1986 um den Dreh herum. So, was dort so für mich wirklich Power gebracht hat, wo mir auch so, wie soll ich sagen, wie etwas Neues in Joes gehalten ist, wo ich immer sagen, oh, cool. Das kennt nicht jeder, der läuft nicht unbedingt in der Hitparade, da ist nicht Mainstream in der Schweiz vor allem auch. Ja, ja. In Amerika sind die schon Superstars gewesen, da sind sie bei uns noch niemals eigentlich. Ja. Weit auch vor Walk This Way, also es war noch ein Platz so vorher, da also, muss man auch sagen. Wo es so richtig durchgeschaltet sind. Genau. Ja. Und wie hast du die gehört? Ist ich bin schnuppern. Ich schnuppern? Und ich habe im Elektronikfachhandel, dort mal zu Rorschach, im Radio Isering, hat der noch geheissen. Die haben aber auch eine grosse CD-Wand schon. Und ich habe quasi kein Schnuppergeld bekommen, aber ich durfte mir da zwei Tapes aufnehmen. Im Laden. Sie hat einfach gesagt, oh, ja. Nimmst CDs aus dem Gestell, was dir gefällt, kannst du auf Tape aufnehmen mit heine. Und da war dann einmal Run DMC und einmal AC/DC. So geil, okay. Ja, da. Nicht schlecht. Also, das kommt man manchmal, wenn du Zufall kommst. Per Zufall, wirklich drauf gestolpert. Ja, bis heute hängen geblieben an dem Sound eigentlich. Und ja. Nein, ist doch gut. Ja, bin auch. Kein Problem damit. Wie bist du dann nachher zu neuen Sachen, zu neuen Rap-Sachen gekommen? Auch einfach irgendwo Scheiben suchen, also CDs suchen? Oder? Also über den Abend. Ja. Das war noch schwierig gewesen, oder, zu dieser Zeit. Man hatte ja noch kein Internet. Also Internet hat es gar kein gegeben. Genau, nicht. 1988 Internet und ganz so. auch keine Handys oder so. Man hat wirklich müssen, das gefällt mir, ich gehe mal schauen. Dann bist du losgezogen auf St. Gallen im Normalfall. Dort mal noch im Bro. Ja, ja. Noch zweistöckig. Mhm. Mitten in der Stadt drin. Also der erste Standort vom Bro quasi. Mittlerweile sind wir ja beim dritten angelangt. Ja. Dort rein, im oberen Stock. Im unteren Stock hat DJ White Moon, der Sam, hier noch gearbeitet. Ja, Sam. Im oberen Stock habe ich dann meinen späteren Produzenten kennengelernt. Mhm. Den Jan, den Q's.
Dort hat ich gefahren, nachgefragt, du, ey, ich habe da etwas gehört, Run DMC, kannst du mir, ja, dort hinten hat es einen Abteil, kannst du dort mal schauen. Dann ist man dort an und dann, als Allernächstes ist dann Public Enemy dazugekommen. Ja. So ein bisschen die radikaler Version quasi, auch soundtechnisch. Ein bisschen mehr, ja, auch textlich, aber halt auch soundlich viel härter als Run DMC war, weil viel mehr Noise noch gesampelt worden ist, also viel mehr Wirrwarr in den Samples und ein bisschen, aber aggressiv. Schon strukturiert, aber aggressiver, was mir dann recht gut entsprochen hat. Junge Jahre, du bist 15 oder so. Willst du auch ein bisschen. Ein bisschen genau. Weg auch für mich war halt vom Heavy Metal, der hier recht populär war, sage ich jetzt mal so. Ich habe schon immer einen Rock-Order so für Rock, hatte ich schon immer ein Fable. Mhm. Aber das war für mich noch viel mehr gewesen, weg von all dem, was die anderen hören, ja, zu etwas ganz Eigenem. Das hörst eigentlich nur du. Und vielleicht noch mal 5, 6, die du kennst. Aber die, aber die wohnen zu Omanshorn, eine, ja, drei wohnen zu St. Gallen, eine wohnt zu St. Margrethe und du bist von Goldach quasi. Oder? Man hat sich kennt. Man hat sich dann kennengelernt über das. Ja. Die ersten Leute in St. Gallen habe ich hier kennengelernt. Das waren Leute wie der Ekim, ja, wie der Hammer, der Rooster. Also im Prinzip die erste Generation ESP, die es gegeben hat eigentlich. Dort sind dann noch neue Leute, also jüngere Leute dazugestoßen mit der Zeit, wie ein Barbie und so von früher. Aber ich habe die ersten Schritte schon mit der älteren Generation gemacht. Dort ist die Verbandlung relativ schnell, hat dann schnell stattgefunden. Ja. Und für mich ist eigentlich auch glücklicherweise gewesen, dass meine Gewerbschule in Zürich stattgefunden hat. Also ah, ich habe schon, dann hast du dort ein Einfluss oder von genau, Zürich. Ich habe von Zürich halt viel Zeug mitnehmen, so Sound, Klamotten und du bist halt dann über da aber bist auch viel mehr noch an Flyers angeraten. Das ist, ja. Früher Party hat es nur Flyer gegeben. Oder Mund zu Mund, hey, hast du gehört, ist. Oder hast du einen Flyer, okay, alles klar. Und dann hast du halt Flyer mitgenommen und am Samstag bist du auf St. Gallen, hast dich getroffen am Marktplatz oder früher noch viele in den Spielsalon, Papio, Ami. Bist dort dann abgehängt, hast die Flyers mal rotieren lassen, wer kommt mit, hat über Bock, in 3 Monaten ist ein Konzert in Zürich oder in 2 Monaten ist ein Jam in Solothurn, gehen wir. Und dann ist jeder gegangen, oder? Nicht unbedingt jeder, aber jeder, der es angebracht hat, um das Billett zu finanzieren, weil du bist vorhin im Zug gegangen, weil Auto keiner kann, oder? Ich habe auch nicht das Glück gehabt, ich hatte eine GA gehabt von der Buden aus. Die Bude hat gesagt, ja, gehst du auf Zürich zur Schule, da geh ich auch. Alles klar, danke. Okay. Jedes Wochenende, Biel, überall Bern, überall hingefahren. Basel nicht so viel. Basel war hier noch ein bisschen schwierig als Ostschweizer. Schon jetzt noch ein bisschen. Es hat früher noch überhaupt Reibereien gegeben. Also, weißt, so, viel mehr als heute, oder anders kann man. Anders. Es war eine ganz andere Zeit. Ja. Es hat noch viel mehr Reibereien gegeben zwischen Basel und Zürich zum Beispiel. Und da bist du weder noch. Also weißt du, du bist quasi wie zwischen den Stühlen. Was passiert da? Geh lieber weg. Bleib dort und schau von weitem zu. Es hat auch unschöne Sachen gegeben, wie in Biel mal eine Schiesserei. Ah, ja. Da bin ich noch nie mehr auf Biel. Ah, okay. Ich sagte, ich fahre nicht quer durch die halbe Schweiz, damit mich irgendein Wichser abknallt, der mich gar nicht kennt, weil die Kugel ist halt falsch geflogen. Ja, das brauche ich nicht, verstehst du? Ja, habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Und da sind auch viele andere nicht mehr auf Biel eine Weile lang, einfach weil wir wissen, schwierig. Aber die Welschen sind uns natürlich um einiges voraus gewesen, gerade in Bezug auf Frankreich. Ja. Viele Sachen sind von Frankreich übergeschwappt. Die Deutschen haben einen grossen Einfluss auf uns hier. Gerade am Anfang bist du ja eigentlich durchgestartet, auch wieder am Maxi, wo du die Finger bekommen hast. Wo man angefangen hat, rappen wahrscheinlich auch dann, oder? Auf Deutsch, ein bisschen Deutsch und auf Französisch. Also ja, ich denke da an Sorsi nicht ganz am Anfang für die Schweizer. Mhm. Weit vor Stress, weit vor all dem, was jetzt kommt. Die sind ein eigener Planet gewesen, quasi. Sie haben schon, du hast gemerkt, sie haben ein Auge auf Frankreich gehabt, vor allem auf IAM hatte ich das Gefühl gehabt, dass sie sich dort so nicht Inspiration geholt haben, aber du hast gemerkt, das ist auch ihren Geschmack so. Ja, und den bringen sie auf eigene Art wieder. Mhm. Deutschland halt, wie soll ich sagen, ist halt am Anfang zum Beispiel gar nicht mit Berlin gewesen. Berlin hat keine Rolle gespielt in Deutschland. Da ist Stuttgart, Heidelberg vor allem, also Torch, Sliver Twins, Konsorten, Hamburg und Hannover, hier noch mit
ganze Hard Britcore und Hardcore Zeiten. Da ist vieles aus dem Norden oben abgekommen. Ja. DJ Style Wars und Konsorten, die dort schon auch richtig Gas gegeben haben. Und für halt Verbreitung ist halt, sind halt Acts wichtig gewesen, wie Fantastischen Vier zum Beispiel. Und ich davon auch, ich bin schon. Du hast schon wahrscheinlich auch nicht so gefeiert. Aber total gefeiert. Hast du es gefeiert? Total gefeiert. Ah, okay. Die erste Platte, also die CD hier, rausgekommen ist, jetzt geht's ab. Ja, ja. Also das war vor Dida, ein Album vorher. Das ist für mich quasi. Okay. Ein ganzes Album auf Deutsch, das es gar noch nicht bis dahin. Ja. Du hast Fremde im eigenen Land gekriegt, du hast hier eine Maxi und dort eine und so. Und MC, Records, bla bla bla, oder? Aber wirklich eine ganze CD oder ein ganzes Album, besser gesagt, auf Deutsch hat es bis dahin nicht gegeben. Okay. Und dann sind sie gekommen und dann mit der zweiten Scheibe halt dann auch Leute wie Rödelheim. Genau. Wo zwar wo so sind quasi, genau. Also eher so. Aber ich habe beides geil gefunden. Für mich hat der Twist zwischen ihnen keine Rolle gespielt, weil ich habe geilen Sound wollte. Ja, wenn schon mal Sound rum ist, gell? Ich nehme zuerst schon mal alles, was es gibt, und dann sortieren wir aus. Der Wolf und Tic-Tac-Toe und so, hau mal ab, oder? Und Nana und der ganze Toni Cotura-Geschmäus quasi. Da kannst du verschwinden, oder? Das brauche ich nicht, das brauche ich auch heute noch nicht. Ja, aber es hat in Deutschland schon immer Sound gegeben, der mir gut gefällt hat. Gleich wie aus der Schweiz eigentlich. In der Schweiz am Anfang, wo der basiert ja vieles auf Restaff 2, also 1 und 2. Ja. Das 1 ist nur auf Vinyl rausgekommen, da habe ich auch nicht mitbekommen. Das 2, das ist aus St. Gallen. Okay, das kenne ich auch. Das ist der Di Sapio. Oder Di Sapio. Irgend so. Der hat in St. Gallen relativ früh schon ein Musikstudio gehabt. Die sind alle auf St. Gallen gefahren zum Aufnehmen. Okay. Da hat es aber auch böses Blut gegeben, so untereinander. Also nicht untereinander, sondern mit ihm. Weil irgendwie Kohle, bla, oder genau. Business. Aber er ist ein Studio. Er ist der Eigentümer gewesen. Einer gecrapped oder so. Nein. Ja, ja. Er hat, glaube ich, noch irgendeinen Elektro-Remix draufgetatscht aufs 3 oder so. Aber würde ich mich jetzt nicht behaften darauf. Aber da war eher so Studio. Ich mache auch mal ein bisschen Beat, etwas, oder? Okay. Das ist dann eher so ein bisschen Rocket, Herbie Hancock, Rocket, so Breakdance, Breakbeat-Schiene, eh noch gefallen quasi. Mhm. Aber das ist eigentlich etwas, wo... Von der ganzen Schweiz sind sie hierher gekommen, nur St. Galler hat es keinen drauf gehabt. Okay. Einmal ein Tour gehabt. Hättest du es nicht gefunden, oder ist irgendwie... Du hättest müssen Tapes einschicken, also Demos. Mhm. Und die meisten St. Galler haben zu dieser Zeit gar keine Demo gehabt, wenn wir mal ehrlich sind. Weil, wo hättest du eine Demo aufnehmen sollen? Ja, bei dir daheim? Ja, klar, kannst du, aber mit wem? Oder? Mit wem, ja. Die wenigsten haben überhaupt ein Mikrofon gehabt oder so. Ja, ja, klar. Geschweige denn, also, nur schon ein DJ finden mit zwei Turntables, ist zu selber Zeit etwas gesagt hast, Halleluja, ich habe einen gefunden. Ja, das glaube ich. Das war schon eine andere Zeit gewesen, hä? Ja, ja, schon noch. Wie bist du nachher auf die Idee gekommen, zu rappen auf Schweizerdeutsch? Hast du schon jemanden gehört? Hast du so ein bisschen Black Tiger. Black Tiger? Ja, ja. Okay. Black Tiger ist ja, ich glaube, das war im 93 oder so. Ja. Ich würde mich jetzt auch nicht drauf, also weißt du, auf Zahlen musst du mich jetzt nicht nageln, aber so ungefähr 93. Ja. 23 Jahre her. Ja. Weißt du, so verglichen. Ist ja nicht ein reiner Mundart-Song gewesen, sondern P27, also P27, haben ja hier noch ein bisschen auf Englisch noch mitgerappt. Mhm. Und sie selber haben ja eigentlich nur Englisch gerappt. Ja. Bis dann, also auf selben Album, muss man sagen. Und der ist ja dann, der Song, Murder by Dialect, ist ja dann auch Fresh Stuff 2 rausgekommen. Und da hat dann so mit EKR zusammen, sind sie so die treibende Kraft, die zwei sind eigentlich die treibende Kraft nach vorne. Ja. Nachher sind dann noch mehr dazugekommen, vor allem Zürcher und Basler und Berner. Mhm. Der Rest über der Schweiz, Luzern noch mit Racket Mob dann irgendwann, aber sonst... Das ist auch spät. Da ist da noch nicht viel Sound gemacht worden. Und wenn, dann habe ich ihn mitbekommen, das ist sehr schwierig. Underground oder also, ja, irgendwo in einer Garage, hast du schon irgendeinen Sound gemacht, aber da hast du nicht mitbekommen. So, weil da ist keiner gekommen und gesagt, lass mal. Oder? Ja, klar. Und du hast dann dort da schon viele Leute gerappt zu dieser Zeit in St. Gallen. Hat schon so kleine Szene gehabt? So. Also oder schon wirklich jeder noch für sich? Eine Szene hat es schon gegeben. Ja. Also wir reden jetzt wahrscheinlich 93 so. Ja, da hat es sicher schon eine Szene gegeben. Da war es halt noch so, dass viele alles gemacht haben. Also viele Rapper haben auch noch gespreit, viele Rapper haben auch noch getanzt, also Break. DJs sind meistens eher DJs gewesen,
Einfach aus dem Grund, die haben ja den Rest quasi beliefert für das, was sie machen. Also entweder Sound zum Tanzen oder Sound zum Rappen oder halt Hintergrund-Mixtape hergestellt für die Writers oder was auch immer. Mhm. DJs sind eigentlich die, die am ehesten noch nur aufgelegt haben, ganz früher noch. Ja. Und sind eigentlich auch die Stars gewesen, so, was da anbelangt hat. Weil, du bist wegen dem DJ gekommen, ja, ja. Oder? Und nicht wegen dem Rapper. Der Rapper ist meistens so ein bisschen. Host gewesen, ja, genau. So ein bisschen, ja, Master of Ceremony, so Stimmung genau. Machen und so. Say hey, say ho, hands ja, up und so, oder? Wie war es so die erste Mal auf Schweizerdeutsch rappen? Wirklich auf deine Sprache irgendwie. Also, ich habe nie etwas anderes gerappt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich zu schlecht Englisch kann und mein Akzent wäre. Da hätte ich Leute können umbringen mit meinem. Also, kannst du heute noch, oder? Ich rede heute ein bisschen besser Englisch, aber immer noch nicht wirklich gut. Für mich war eigentlich dann relativ schnell klar, gewesen, nachdem dass ich das erste Mal Franzosen gehört habe und auch Deutsch auf Hochdeutsch, dass es eigentlich ganz klar ist, dass du so musst rappen musst. Weißt du, so wie natürlich, dass du rappst, wie du redest. Ja. Da hat es ja dann in der früheren Zeit in St. Gallen auch so ein bisschen verschiedene Meinungen gegeben, sage ich jetzt mal. Es hat Leute gegeben wie Trilogy, wie Ilford, wie Three the Hard Way. Das sind so die Hochdeutsch-Rapper Hochdeutsch, ja. Sind auch nicht unbedingt in dem Kuchen unterwegs gewesen, wo ich mich dann bewegt habe. Also so Cut-Up-Leute, eben ESP und so weiter. Die sind ein bisschen, ich würde nicht sagen Studenten-Rapper gewesen oder so, sondern sie sind einfach von einer anderen Ecke hergekommen. Und für mich ist da gar nicht aufgegangen, dass du auf Hochdeutsch rappst quasi, weil warum machst du das? Dann ist dann zur Antwort jemand mal gekommen, ja, weißt, wenn wir dann mal in Deutschland könnten Fuß fassen könnten. Auf die warten gar nicht, aber in Deutschland. Ja, aber auf die warten gar nicht. Also das ist ein Irrglaube, dass du mit deutschen Text in Deutschland oder in Österreich Fuß fassen kannst, weil du Hochdeutsch rappst oder singst. Das sind, also heute vielleicht noch eher, weil sich das Ganze sowieso quasi wie... Das ist Crossover alles, oder? Ja, du weißt, alles mit jedem und ist egal, Hauptsache es funktioniert als Kollabo. Das war früher noch nicht der Fall. Das war früher nur mit denen kollaboriert, wo du nicht Locky, bist mit. Down, ja. Die anderen sind dir nicht in den Sinn gekommen, um mit einem Schlagermensch einen Song machen, wo er die Hook singt, ja, ja. Damit du kannst sagen, hast du gesehen, ja, mit dem Jürgen Drews einen Song rausgegeben. Ich habe gesagt, das ist schnell schwul. Verpiss dich, du Arschloch, oder? Und lass dich nie mehr blicken. Aber ich verstehe auch, dass sich das verändert hat, weil die Leute halt heute probieren, Geld zu verdienen oder ihren Lebensunterhalt zu verdienen mit dieser musikalischen Geschichte. Viele gehen halt von dem aus, gell? Wir reden nachher mal ein bisschen über die heutige Zeit, ja. Auch wie man so den Unterschied sieht und so. Und sonst gehen wir mal da rein, mal Seaside. Ja. Eure erste Platte, ja, die kann man erste. Sagen, oder? Ja. Genau. Und, das ist eigentlich eine Demo gepresst auf Vinyl. Wie lange ist es gegangen, bis wir hier angekommen sind, um eine Platte zu machen? Ich meine, dort mal ist eine Plattenpresse verschiedene Riesen. Ich weiss, ich habe es ein wenig mitbekommen, dann so um die 1996, so. Bounce Pub und so, da kommen wir auch noch ein bisschen dazu. Da kommen wir nachher dazu, ja. Genau. Ja, wie war so die Entwicklung nachher? Also die Entwicklung war, als allererstes habe ich mal jemanden finden, der überhaupt Beats kann herstellen, die ich geil finde. Ja. Beats haben einen Haufen Leute gemacht, aber viele Beats sind mir einfach nicht, wie soll ich sagen, haben mir nicht entsprochen. Habe ich vielleicht cool gefunden zum Hören, habe ich auch cool gefunden, wenn jemand anders rappt, aber für dich selber suchst du ja schon die Art Beats aus und sagst, aha, ja. Das ist genau das, was ich gerne hätte. Dann hat es den Zusammenschluss gegeben von Seaside, das war ja etwa im 97, 98, so um den Dreh herum. Dann hat man dann mal angefangen, die Jungs überhaupt, haben dann überhaupt mal angefangen zu rappen. Also ein Ölsen zum Beispiel, ja. Hat ja erst hier eigentlich richtig angefangen zu rappen. Ein Sam hat hier angefangen aufzulegen, mein Bruder hat ein bisschen aufgelegt. Dann haben wir zwei Writer gehabt, den Phil und Lisa, die auch viel unterwegs waren. Mir ist auch viel an Ort gegangen, wo sagen wir, am Nachmittag ist ein Bombing war. Also irgendwie ein Jugendhaus Bregenz, ist komplett neu eingekleidet worden mit Graffiti und am Abend war noch ein Jam und dort sind wir auftreten. Es war viel so Zeug, wo du Spritgeld bekommen hast, da in der 50 Stutz.
Ja, danke vielmals. Gratis trinken, noch Papier und so, oder? Ja, ja. Hast du nicht gedacht, oh, wir brauchen noch Geld und hast nicht gesehen und bla bla, hau mal ab, oder? Entweder wir kommen und dann kommen wir gern, oder wir kommen nicht und dann weiß ich auch, warum wir nicht kommen. Weil wir nicht gern bei dir sein wollen, quasi, oder? Wir haben Sachen gemacht, auch hier in St. Gallen, im Dachatelier mit dem Nast. Da bist du am Nachmittag, das war im Winter, da bist du am Nachmittag eingefahren, in dieser Halle war es 14 Grad. Dann hast du mal mit 14 Grad Soundcheck gemacht in den dicken Daunenjacken und so. Einfach Sachen, wo du sagst, ja, ist okay. Haben wir alles gemacht, oder? Haben wir alles gemacht. Muss ich nicht mehr machen, quasi. Oder? Ja, okay. Sollen andere machen jetzt. Ja, heute muss man nicht mehr früher, glaube ich. Nein, ich glaube auch nicht. Ist auch gut. Aber so. Trotzdem hat der Style abgepasst mit den Bomberjacken. Wie soll ich sagen? Jede Zeit hat sein eigenes Ding und seine eigenen Regeln quasi. Aber es ist geil zum Hören, weißt du? Für viele Leute, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Weißt du, die eben kriegen sich nicht. Und wo komme ich den Sound? Ich weiß ich auch. Ich hatte genau auch gehabt. So. Wie komme ich zu dem Sound? Darum bin ich manchmal zu Nana gekommen. Und ich hatte das Gefühl, das ist auch Rap. Und dann habe ich gemerkt, ah nein, das ist es gar nicht. Und so. Ich meine, weißt, du kannst dich heute über viele Sachen streiten. Irgendwann kommt auch so eine Altersmildheit quasi, wo du sagst, okay, heute muss ich nicht mehr alles so extrem penibel anschauen. Sondern sag einfach, interessiert mich nicht, weg. Früher war es, interessiert mich nicht und regt mich auch Huren auf und du Arschloch, du Wichser, oder? Ganz und sofort. Total ein roter Kopf und der Hals ist schon so, oder? Für was? Weißt du, am Schluss des Tages für was? Es bringt dir gar nichts, oder? Ja. Außer du machst deine Nerven kaputt. Du machst ein bisschen für dich, genau. Lebst ein bisschen positiver und harmonischer. Genau. Und, yes, geil. Und Seaside, ja. Eben, du hast erzählt, Jams und so, sind da dann ein bisschen auch unterwegs gewesen in dem Fall? Ein bisschen Österreich und so, sie sind ja noch weit gekommen so mit so Sachen. Obwohl es eben connectionsmäßig wahrscheinlich schwieriger ist, um sich zu finden. Also in Bregenz haben wir einen gehabt, den DJ Brickfinger. Mhm. Der hat im Between gearbeitet, das Jugendhaus in Bregenz. Mhm. Gerade neben dem Polizeiposten, das war auch immer so eine spezielle Atmosphäre. So. Dort sind wir einfach eingeladen worden an Jams, weil er gewusst hat, okay, die kommen, wenn ich sage, hey, ich sollte eure Unterstützung haben. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, wir supporten die, ist kein Problem. Wir haben dort ein geiles Zeug gehabt, Supporter von der Force. Die sind dann nicht eingefahren. Ah, okay. Weil quasi auf der Autobahn die Bahnen. Okay. Ja. Und dann sind die irgendwann, dann hat es geheißen, ja, ich spiele eine Viertelstunde Vorband und dann, wenn die kommen, und dann kommen dann die. Okay. Wir haben angefangen zu spielen, dann hat es mal gesagt, hey, komm nochmal, zwei, drei Songs. Okay, nochmal zwei Songs gemacht. Komm nochmal. Am Schluss haben wir irgendwie fünf Viertelstunde gespielt. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind jetzt fertig, Entschuldigung, danke, schön. Dann sind die Leute heimgegangen. Weißt du, das Konzert ist fertig. Und irgendwie so eine halbe Stunde später sind dann da vor's eingefahren. Dann haben wir mit denen einfach noch ein bisschen so quasi in den Hallen rein gefreestylt. Das ist schon geil. Also, du hast die noch nie gesehen. Und wir hatten einen dabei, der hat auf Englisch gerappt. Ja. Das Nix hier, der ist auch auf dieser Platte drauf. Der war eigentlich von der West Coast. Er hat hier aber eine Frau geheiratet, ist dann hier hingezogen, ist jetzt aber wieder dahin. Mhm. Der hat einen Feature-Track mit uns gemacht. Und der hat dann mit dem einen von der Force of English so ein bisschen Freestyle-Battle hin und her. Und ich und der andere haben dann zusammen ein bisschen. Er auf Hochdeutsch, ich auf Mundart. Und sie haben den Mundart schon mal geil gefunden, quasi, okay. Weil haben wir noch nie gehört oder so. Und ich habe wirklich Freestyle und so. Und ich sage, ja, weißt du, Text muss ich reinbringen. Das ist auch etwas, wo ich zum Beispiel von früher her so ein bisschen kenne, ein MC, der nicht freestylen kann. Gibt es gar nicht quasi. Ja. Also, weißt du, so, nur Textli rappen, dann kannst du Studio die verpissen. Oder? Also, weißt du, so, da sind andere Überlegungen dahinter gewesen, weil Freestyle ist ein klarer Bestandteil von deinem Können quasi als MC. Das war so in der Cypher, zeige mal, was kannst und so. Ja. Und ich würde nicht sagen, du bist jederzeit quasi testbar gewesen. Natürlich hat es Zeiten gegeben, wo du sagst, hey, wie unterwegs mit der Frau oder mit dem Baby. Musst du mich jetzt nicht anbetteln quasi. Aber warte noch, ich kenne dein Gesicht ein bisschen. Ich komme dann schon auf dich zu, wenn wir uns nächstes Mal in der Graben sehen oder so. Oder? Aber ja, es hat auch nie, ich auch nie wirklich Beef mit jemandem so. Wegen dem Ganzen oder irgend so etwas. Weil ich gefunden habe, Beef. Ich auch nie jemanden getisst oder so. Du bist ja nicht auf deinen Einlagen. Für was? Bringt mir gar nichts. Immer vorwärts schauen, gescheit auf unser genau. Zeug. Und wenn mich jemand nicht interessiert, dann kannst du mir mal anschlagen, gehe ich auf weiter. Ja. Das ist mir wahr. Und die haben ja schon, ich meine, ja, Platte dort mal eben. Und schon ein bisschen ja, wir sind Vorreiter gewesen, so ein bisschen, oder? Also vor uns, aus St. Gallen, Vinyl, mag ich mich erinnern, hat es gegeben,
Squadras. Ah, okay. Die sind ja verrüstet, die haben beim Sonal hier aufgenommen. Selbst ist aber leider nicht so ein gutes Ding geworden, wie es hätte können werden, sage ich jetzt mal unter Umständen. Ja. Ich weiß nicht, was dort nicht genau gestummelt, abmischen oder einfach. Es war auch einfach ein Bastler-Zick, oder? Muss man sagen. Nicht gegen die einen oder nicht gegen den Sonal oder so, gar nicht, sondern einfach, das hat einfach vieles nicht gestummelt, sage ich jetzt mal so, aus heutiger Sicht, oder? Ja. Mit der Zeit entwickelt man sich natürlich zu. Die einen sind bessere Rapper und DJs geworden, die anderen sind bessere Producer geworden. Heute gäbe es das Gleiche, nochmal gemacht, ganz ein anderes Bild ab, sage ich jetzt mal, oder? Dann sind bald einmal wir gekommen und ich glaube, Trilogy hat hier auch schon ein Vinyl oder eine CD draussen gehabt, eins von beidem. Mit denen sind wir auch relativ viel unterwegs gewesen eigentlich. Oder immer wieder an den gleichen Ort zusammen auftreten, eben Winterthur, Gaskessel, Hip-Hop gegen Gewalt oder Hip-Hop gegen Rechts. Mit einer Deutschen, mit Psycho Bayern, nennt die geheissen. So Sachen haben wir viel gemacht. Oder Rabenhalle, Osten-Jam 1, Osten-Jam 2. Also das 1 war selbst brachial geil gewesen. Ich glaube, selbst auch für die, die hier mitgemacht haben, hier, ist das schon so der Kick zu dieser Zeit? Ja, so geil haben wir es gar noch nie gehabt, der Graben. Der Graben war ausverkauft. Das ist auch etwas, was du nicht kennt hast, eigentlich, so, weil Rap, Hip-Hop, 50, 100 Nasen, oder? Noch viel früher war es noch viel schlimmer. So, ich mag mich erinnern an Wildcats-Partys, wo der Rhythm, der DJ Rhythm, noch in St. Gallen gewohnt hat. Das sind 35, 40 Nasen in der Grabenhalle gestanden. Aber das ist eine riesen Party, das alle kennt, und, oder? Dann ist er gerappt worden und der andere aufgelegt und ist Rap gelaufen. Das war eigentlich alles gut gewesen, oder? Ja. Viel mehr hast du gar nicht gebraucht, weil irgendwann hat schon irgendeiner angefangen zu breaken. Du hast dort noch ein bisschen zuschauen oder so. Ist schon easy. Also weißt du, so, es ist doch ein St. Gallen war sehr klein, gewesen, sehr kompakt, was da angegangen ist. Und jetzt natürlich viel grösser, denke ich mir jetzt mal. Ich bin nicht mehr wirklich so viel unterwegs im Kugel oder Ähnlichem. Ich denke, dass es mehr Leute hat jetzt, einfach weil das ganze Hip-Hop-Ding auch breiter geworden ist in der Bevölkerung an und für sich oder in der Jugendkultur an und für sich. Obwohl bei Hip-Hop-Sachen, Hip-Hop-Partys, ist jetzt teilweise ein bisschen weniger, als es jetzt auch schon war. Ja. So. Und darauf an natürlich, was kommt. Es gibt Sachen, die sehr gehypt sind. Und da ist Pumpe voll, glaube ich. Ja, das ist klar. Und weißt du, wo richtig, wie 187, glaube ich, Strassenbahn. Ja, ich weiß wenig. Das war sehr voll gewesen, oder sehr abgegangen, vor allem, auf jeden Fall. Es gibt immer wieder derartige, die dann erst treffen, oder? Und dann gibt es halt Acts, die man holt, glaube ich, und ja, nicht ganz. Ja, bei vielen Ami-Acts hast du halt irgendwann auch gemerkt, okay, ihr kommt auf Europa, weil da wird er noch gebucht. Und in Amerika sind da nicht einmal mehr auf der Studentenparty, sagt Nehmen wir ein Beispiel, eine Band, die mir sehr gut gefällt. Delinquent Habits, die sind so viele Mal in der Schweiz gewesen, bis irgendwann das gesagt hast, ich mag es nicht noch mal sehen, bevor er nicht ein neues Album rausgeht, wo auch neu ist, Sound, wo so nach neuem... Genau, wo etwas Neues ist, komme ich euch nicht mehr schauen, schiesst mich an. Ich habe es einfach gesehen, nach 5 Delinquent Habits Konzerte innerhalb von 4 Jahren oder von 3 Jahren, habe ich es einfach gesehen, weil es ist immer das Gleiche, es ist geil, aber es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche, ja. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, ist gut, ich komme jetzt nicht noch mal und noch mal und noch mal. Obwohl ich euch eigentlich geil finde, aber ja, oder? Weißt du, der Traum von Seaside oder die Vision dahinter, habt ihr zu dieser Zeit wirklich noch weiter geschaut und denkt, das muss so gross werden? Oder einfach mal zusammen sein, zusammen Crew sein, leben, geil, Hip-Hop-Life? Also ich finde ja, dass wir eigentlich relativ gross gewesen sind, vor allem in unserer Umgebung drinnen, muss man auch sagen. Ich mag mich an ein Beispiel erinnern, Master Freestyle Battle in Bern, im Bierhübeli. Da haben wir einen ganzen verdammten Gar gemietet. Da sind aus St. Gallen, da konnte man zu St. Gallen noch zusteigen, so viel es mir ist. Ich bin mit dem Auto schon vorausgefahren, hier mit zwei Jungs. Ich glaube, der Podium ist hier auch mit mir mitgefahren. Und ich habe hier an dem Freestyle Battle mitgemacht in Bern, im Bierhübeli. Und dann ist ein Gar angefahren und dann geht die Türen auf und da steigen 50 Leute aus dem Gar und alle haben den gleichen Pulli an. Bei anderen steht vorne die Isar vorne drauf. Verstehst du, da bist du mitten in Bern und siehst einfach einen riesen Blattern an Leuten, die auf dich zukommen. Du weißt genau, die sind alle von dort, wo ich herkomme. Es kann gar keiner von Basel oder von Winterthur sein, der diesen Pulli auch hat, weil dort unten haben wir die nicht verkauft. Ja. Es müssen alles Leute sein, die dich supporten, die extra wegen uns quasi auf Bern gefahren sind. Der Freestyle-Battle ist an den Arsch gegangen. Ich bin in der ersten Runde auf den Kreis getroffen. Da musst du aber keine Chancen ausrechnen in Bern. Da schreit schon alle, wenn er auf die Bühne kommt. Aber
das Ding war, dass es, wie soll ich sagen, du hast gesehen, das, was wir machen, trifft auf Herzen und Ohren. Ja, ja. Und es kommt an dort, wo es ankommen soll. Nämlich dort, wo wir herkommen. Und es hat auch alles andere auf Fuß gehabt, mit Seaside, Bullies gemacht, Platte und so. Man hat es immer auch ein bisschen gesehen. Wir haben probiert, ganz kleines aber Business zu machen, aber das ist genau auch ein Teil des Verhängnisses schlussendlich gewesen. Wir haben zwar immer Geld ausgegeben, aber fast keine verdient damit. Ja. Also du hast die Platte können pressen, aber du hast alles müssen verkaufen, damit die Presswerk und die Studiokosten wieder drinnen kamen, oder? Und nicht mehr dann verdient. Ja, vermutlich. Ja, mehr verdient haben wir sowieso nicht. Ja, ja. Allein schon, wie du die Platten durch die ganze Schweiz müssen, mit dem Auto das und mit der Kiste und heu miteinander, jawohl, Mono-Records Zürich im Niederdorf, heu miteinander, wir haben da noch Platten gepresst, wollen wir die auch verkaufen? Ja, wir kaufen da mal 3 ab. Okay, da 3, dann bist du im nächsten Laden, da 2, dort 1, da 5. Da hat gar kein, du kannst gar kein Geld verdienen mit so etwas. Weil allein schon der Zeitaufwand, den du investiert hast, es war halt alles so basierend auf einem gewissen Spirit, wo du zu selber eine Zeit hat, einfach, und auch heute noch mit dem Rock vorherrschst, und du sagst, okay, ich gebe meine Platten raus, ich gebe meine CD raus und ich sorge auch dafür, dass sie unter die Leute kommt. Ja. Ich hatte kein Label, das gesagt hat, mach mal. Oder ein Vertrieb, der gesagt hat, ja, wir nehmen die 500 Scheiben und die bringen wir unter die Leute, musst du dich nicht sorgen. Das ist kein Problem für dich. Mit Tipop sowieso nicht, gell? Zu selber Zeit sowieso nicht. Geil, also. Also, ja, cool. Jetzt also, rein mit dem Bild, wo du gesagt hast, 50 Leute steigen mit dem Seaside-Pulli. Allein schon da ist es. Da beschreibt schon mal euren Stand von Seaside. Für die, die euch nicht kennen. Genau. So, jetzt vielleicht. Da beschreibt schon mal, wie ich auch so. Und wir kommen nachher zu etwas, wo ich auch mega gefeiert habe: der Bounce Pub, ja. Legendär war. Der ist legendär, ja. Und wir reden dort nochmal drüber. Klar. Da, du hast übrigens 2 Exclusive Tracks mitgebracht, ja, die noch nie rausgekommen sind. Gell? Nein. Wir hören uns 2 Exclusive Tracks, einer von dir und einer von Seaside. Gell? Also einen ist von Seaside, ja. Mit dem Ölsen zusammen und noch ein Featuring vom Diverse K. Cut-Up Squadras, wo uns hier der erwiesen hat schlussendlich. Und gesagt hat, ich mache mit euch einen Feature-Track, ist geil, machen wir. Durchgezogen, umgesetzt. Aufgenommen, nie veröffentlicht. Ja, dann sind wir froh, dass du uns da sehr so die zur Verfügung Schenkel stellst. Sehr geil. Und wir haben noch einen DJ da, den DJ Hemi. Hup! Und ich habe heute per Zufall ein bisschen gegoogelt. Ich habe mich jetzt Wunder genommen, wo über Bounce Pub etwas findet im Internet. Gibt es nicht fast, wo man findet. Und wenig. Ich habe gefunden, dass der DJ Hemi seinen ersten Auftritt im Bounce Pub hatte als DJ. So sein erster offizieller irgendwie DJ. Da muss ich ganz eine kleine Anekdote dazufügen. Ja. Ich habe den Hemi kennengelernt. Ja. Und zwar am DJ Battle im Flohn. Mhm. Und da haben wir das Bounce schon gehabt. Und ich war auf der Suche nach DJs, die Bock haben, zum Prog auflegen. Und keine R&B-DJs sind. Also keine ehemaligen Black Friday-DJs, die irgendwie auf der Suche sind nach, ich würde auch gerne wieder einmal ein bisschen Hardcore-Sound laufen lassen. Nein, will ich nicht, dass du zu uns kommst. Wir suchen uns unsere DJs selber aus und. Also, ich habe nichts gegen die DJs persönlich. Ja. Aber einfach, der Style hat mir nicht gefallen. Und der Hip-Hop. Genau, ich habe da wollen, wo ich kann sagen, okay, der kommt zu uns, das ist geil. Und dann habe ich ihn gehört, zusammen mit dem Schudel, also der Schudelistik, hat hier auch mitgemacht. Und an dem Abend konnte ich beide für das Bounce verpflichten. Yes. Bin ich hingegangen, gesagt, schau, hat mir gefallen, bla 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 bla. Würdest auch mit etwas weniger cutten oder respektive mit Auflegen per se, wollen einen Abend bestreiten. Ich kann da nicht wahnsinnig viel zahlen, aber würde mich freuen, wenn du kommst. Und beide sind mehrfach gekommen. Geil, geil. Yes. Also ich weiß nicht, ob das die erste offizielle Bühne war. Ja, aber wir haben vorher mal geredet, also mit dem Hemi. Ja. Und der ist, statt in seiner Biografie irgendwie, also muss einer von den ersten sein, ja, ja. Nach dem Flohen natürlich im Battle. Aber geil, ja, wir kommen nachher zum Bounce, weil das ist eine ganz geile Sache. Und yes, 17 Flash DJ, wir spielen noch einen Exclusive-Track vom H-Man. Der Track heisst? Der erste Track heisst Heiss. Heiss. Yeah. Bald wieder da. Yo, yo, 17 Flash DJ. Yeah.
so fahrt mein Hintern so gut. Du gehst dann so rot, bis der Alltag zuerlaut. Alte Spannung vom ersten Wochen bis zum letzten Wohnort. Elendiglich, kein End in Sicht. Die Träume sind schwein, doch ist Idee und je. Hölle, Baby, sind mir keiner noch am Kupon. Bewegen wir nicht das Einsatzraum, sie sind spezieller Neid. Mach die Überfall, Kommando, wie tödlich wie Astro. Du fühlst dich aber im Gas, nur scheiß auf Retro. Sind der Zukunft entsprungen. Rappen so gestein wie Unspunne. Über alle Bibs und Jungbrunnen, Kundbrunnen. Tauchen wir auf wie U-Boot. 667 ist der Pinko. Tauchen Zündrot, das wäre Mundtot. Es ist heiß da innen, denn die Leute sind am Abgrund, ich seh schon. Hey yo! Es ist heiß da innen, für die Beats und Raps, die Tags und Fat Caps. Es ist heiß da innen, denn die Leute sind am Abgrund, ich seh schon. Hey yo! Es ist heiß da innen, für die Beats und Raps, die Tags und Fat Caps. Unsere Raps sind alle Seesicht, wie ein Schiff, wo in See sticht. Glück mir ab, wie das Englisch hat sich. In der Bibelpflicht kommen zur Einsicht. Könnt so lange, wenn wir noch drinnen, bis vor mir hinten oben unten wird. Bleiben und wir bringen es von A bis Z, fällt komplett abgleich. Komplexe Langheit, Flucht und Zugschneid. Mit ab und zu gemeldet, wir rufen sie leid. Das muss von sie sein, wenn das Flash gespreit. Oh, exzellent, die ganze Hütte brennt vom Dach bis zum Fundament. Wenn unsere Schippen aufliegt und das anschickt, was sie antritt, wie der Arsch tritt. Ja, bitte, drückt den Arsch mit. Bis dahin, bis dahin. Mein Style ist höllig, ja, völlig scheiße. Es ist heiß da innen, denn die Leute sind am Abgrund, ich seh schon. Hey yo! Es ist heiß da innen, für die Beats und Raps, die Tags und Fat Caps. Es ist heiß da innen, denn die Leute sind am Abgrund, ich seh schon. Hey yo! Es ist heiß da innen, für die Beats und Raps, die Tags und Fat Caps. Zug wie jede Ritter und um jenes Witter. Flex mit Raps, ein Loch in die Skitter sind Zimmer. Das ist ganz klar tanzbar, was für Jansstadt. H-Mar, Digga, Rambassander belang. Bring mir Röhre zum Brief, Stärk zum Rüchen. Verwandle die Schüche zum Marschbeet. Mit dem Schleudersitz bis in Norwich. Gott, die Jornik, Arschstadt und Laschet. Liebe nur Schecken im Alltag, wir wegen bestätigt wie Allrad. Egal ob Berg oder Talfahrt, Beats und Raps sind Wallfahrt. Guter Tat, die Schachzüge, du kennst es nicht. Der macht nichts, repräsentiert Nachtleute. Sind unterwegs, wie bei Piloten auf Nachtflüge. Strüpp, 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 strüpp. Hitzewelle, wechsel mit Energie, schrüpp. Schrüpp, 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 schrüpp. Jedes Mal, wenn ich den Hook von neuem einlüt. Es ist heiß da innen, denn die Leute sind am Abgrund, ich seh schon. Hey yo! Es ist heiß da innen, für die Beats und Raps, die Tags und Fat Caps. Es ist heiß da innen, denn die Leute sind am Abgrund, ich seh schon. Hey yo! Es ist heiß da innen, für die Beats und Raps, die Tags und Fat Caps. Yeah, 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 yeah. Ist schon ihr Bub Maurice Polo, besser kennt als Tiso. Zürich represent Star Gang. Du lutsch 167 Flash mit meinem Homeboy Dopia Ere. Zieh du in den Scheiß Sinne, yes sir. Yes, yes, yes. Yeah, schön sind wir wieder da. Ich habe wieder Platz gefunden. Noch ein bisschen hektisch gewesen. Yes, und ja, wir hören, wir haben noch viele Sachen zu besprechen. Nein. Es gäbe einen Haufen. Ich glaube, wir könnten durch zwei Sendungen daraus machen. Ja, kein Problem, vermutlich. Rein thematisch.